Hi, ich bin die kranke Cold Mirror. Und ich zeige euch heute im UFM Game Check Max Payne 3. Das Spiel ist ab 18, deshalb gibt es keine Bewertung und eine Warnung für blutige Inhalte. Warnung, blutige Inhalte. Okay, der Mann mit dem total unschuldig klingenden Namen Max Payne, P-A-Y-N-E geschrieben, hat seinen Polizeijob, seine Frau und sein Kind verloren. Er fristet sein Dasein nun als saufender, Medikamente einschmeißender Bodyguard, der plötzlich in ein Massaker verwickelt wird. Maskierte Terroristen tauchen auf, Leute werden entführt und Max sieht es als seine Aufgabe herauszufinden, was vor sich geht. Zu Beginn des Spiels, beziehungsweise zu Beginn der Installation, werden einige von euch vielleicht folgende Situation erleben. So, ich werde nun Max Payne 3 installieren. Ach. Ah. Zwei CDs. Okay, drei CDs, das gibt's ja. So viele CDs, was ist denn da drauf? Tja, die Installation ist ganz schön wuchtig, aber nicht, weil das Spiel irgendwie ganz lange dauert oder weil so viele Welten da drauf sind zum Erkunden. Nein, es sind die Zwischensequenzen, die so viel Platz brauchen. Denn das Spiel Max Payne 3 ist eigentlich ein Film, der ab und zu von einer Action-Spielsequenz unterbrochen wird. Das war auch schon so in den Vorgängerteilen und während die Story in diesem Teil gut und spannend erzählt ist, gibt es eher weniger zu spielen. Der Übergang von Filmsequenz in die tatsächlich zu spielende Action funktioniert flüssig, ist aber manchmal ein bisschen überrumpelnd. Weil das Gehirn sich gerade damit abgefunden hat, eigentlich einen Film zu gucken. Mann. Oh, er ist der Mörder. Was? Sie wird entführt? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Oh, oh Gott! Oh, Action! Oh Gott, Zwischensequenz. Ha! Eine Wendung! Die Action-Einlage von diesem Film, die ihr selbst steuern könnt, besteht dann meistens aus Moorhuhn-Schießen. Die Moorhühner sind in diesem Fall maskierte Terroristen. Aber ihr könnt das Ganze in epischer Bullet-Time-Zeitlupe spielen. Das blutige Geballer werde ich euch natürlich nicht zeigen, aber ich zeige euch episches Rumgespringe, wie ihr es noch nie gesehen habt. Lalala, oh, da ist eine Treppe. Ich könnte sie ganz normal runtergehen. Aber das ist nicht actionreich genug. Ja! Wow! Wow! Oh Gott, gleich lande ich auf dem Boden. Oh Gott, wow! 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 Ich bin episch hingefallen. Au! Ah! Ah! Au! Ah! Wow! Es ist jetzt nicht so, dass ich das ganze Spiel über so gespielt habe. Das wäre ja albern. Oh Gott, eine Wand! Der Ablauf dieser Action, die ihr dann habt, ist aber ziemlich linear. Es hat keinerlei Auswirkungen auf die Handlung. Und man schießt sich eigentlich nur durch bis zur nächsten Zwischensequenz. Es ist also nichts für Leute, die gerne in die Story eingreifen wollen. Wer aber animierte Actionfilme mit spannender Verschwörung mag und gerne mal ein bisschen selbst die Action übernehmen möchte, der ist bei Max Payne 3 gut bedient. Wait, whoa.